Das war. Das ist das ehrenloseste Versteck. Real Talk, 500 auf meinen Nacken. Du findest mich nicht. Ich gebe dir aber keine Tipps, okay? Pasch, yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mittlerweile wieder der liebe Herr Standards. Geht. Was geht? Ab? Ich bin der Shaolin-Meister. Ich habe nur noch ein Bein. Alter, guck. Nein. Ja. Du armer Junge. Das andere ist weg. Weißt du was? Nee, bei mir hat gerade jemand auf Twitch resubbt, meine Freunde. Man hört das Geld im Hintergrund rieseln. Und was ich dir jetzt noch sagen muss, meine Freunde, ihr kennt ja den Flex. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Genau, wenn ihr wollt, dass ich ein zweites Bein habe, gebt meinen Creator-Code ein. Falsch, nutzt den Creator-Code Revinzeit, meine Freunde. Immer wieder, wenn ihr euch Skins oder V-Bucks oder sonst was kauft. Ich habe nur ein Bein, ich würde mich jetzt hier wirklich spielen. Freund, wir spielen nämlich jetzt Hide and Seek im Asia-Tempel. Komm mal her, mein Freund. Oh, im Asia-Tempel. Die Codes zu den einzelnen Sachen findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung, meine Freunde. Genauso wie auch mein Fortnite Creator Code, wo ich mich echt freuen würde, wenn ihr den benutzen würdet. Boah, was ist denn das für ein Ding hier? Ist krank, oder? Willst du mich veräppeln? Digga, hier wird jetzt erstmal ein bisschen Hide and Seek gespielt, Kollege. Ach du Scheiße. Ich dachte mir, wir nehmen uns keine normale Map, ja, sondern direkt die schwerste Map der Welt. Willst du mich verarschen? Guck doch mal, wie groß die ist. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig hier, oder? Gucken wir uns mal ganz kurz an. Spiel starten brauchen wir an der Stelle, glaube ich, nicht, oder? Oder weit. Starten wir einfach das Game am besten, oder? Ich weiß halt nicht, was. Keine Ahnung, was denn passiert, aber starten wir, ja. Ich würde sagen, ich suche einfach mal zuerst, ja? Verboten sind auf jeden Fall aber Bäume. Aber guck doch mal, wie groß die Map ist. Das ist doch abnormal. Ja, wir kriegen das schon hin, Philipp. Das ist ja, halt, okay. Ist halt für Hide and Seek Pro Gamer, ne? Ich würde sagen, ich habe 5 Minuten Zeit, jeweils sich zu finden, okay? Und. Gut, okay, ja. Ist sag einfach, wenn du versteckt bist, dann fange ich schon an, dich zu suchen. Also wirklich geisteskrank viele Verstecke, Leute. Ich meine, boah, guckt euch das mal an. Da findet einen ja niemand, Alter. Das ist, glaube ich, zu krass. Okay, Digga, ich bin versteckt. Gut. Wir machen es Stück für Stück. Kannst du mir so ein bisschen deine Umgebung beschreiben? Weißt du, was ich meine? Damit ich schon eine Möglichkeit habe, dich hier zu finden, weil ansonsten. Nee, ich bin so einfach versteckt. Wenn du mich nicht findest, dann bist du nicht schlecht. Dann können wir auch direkt wieder verlassen. Können wir direkt wieder rausgehen. Wenn ich dann so schlecht sagst, ja? Also, ich bin eigentlich. Also, wenn du dich jetzt in den Wald versteckt hast, das wäre schon wieder dreist. Nee, im Wald bin ich definitiv nicht. Da brauchst du nicht reingehen. Okay, also bist du in einem Gebäude. Also, wahrscheinlich, ne? Na, ich sag nicht, wo ich bin, aber ich sag mal so, ich habe mich so versteckt, dass wenn du mich siehst, sagst, WTF, hä? Krass okay. Und so. Ich bin schon dreimal an dir vorbeigelaufen. Ich mach mal ganz kurz einen kleinen Move hier und versuch mal von hier oben einen kleinen Überblick zu erhaschen. Ist der hier in der Höhle drin? Boah, die Höhle ist aber krank geil gebaut hier, wa? Gerade bist du zum Beispiel an mir vorbeigeflogen. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. An dir vorbeigeflogen. Ich sag dir, wenn du das versteckt siehst, du lachst dich schlapp. Aber vielleicht finde ich dich ja, Digga. Ich habe ja noch 3 Minuten Zeit. Ja, aber nur noch 3 Minuten. Vorbeigeflogen. Ich bin genau hier entlang. Das heißt. Ah, jetzt sehe ich dich. Jetzt habe ich dich gerade gesehen. Durch eine Tür sehe ich dich gerade. Okay. Das ist interessant. Durch eine Tür. Du bist gerade an so einen Stein vorbeigesprungen. Das heißt, du bist nicht in der Höhle drin, ne? Durch eine Tür. Durch so einen Torbogen oder sowas, sagst du? Ja, oh. Oh, Junge! Ist das ein Billo-Versteck? Philipp, was ist das? Hast du mich direkt gesehen? Ja, ich wäre fast an dir vorbeigelaufen. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so renne, wenn ich jetzt hier so bin, ich laufe einfach. Siehst du nicht. Siehst du einfach absolut nicht. Junge. Ich dachte nämlich, du denkst, ich bin so eine Figur, weißt du? Oh, Junge. Ich habe nur ein Bein. Es tut mir so leid für dich wirklich, dass du damit geboren worden bist. Ich kann damit nur noch rumlaufen. Hä? Ist irgendwas kaputt bei dir? Philipp? Ich bin Shaolin-Meister, ich muss in meinen Tempel. Hallo? Ich muss in meinen Shaolin-Tempel. Ich hab nur ein Bein, Digga. Jetzt kann ich wieder laufen. Okay, jetzt versteck du dich. Ganz ehrlich, also hier müsste man eigentlich mal mit richtig vielen Leuten, mit so 16 Leuten spielen, meine Freunde. Wenn ihr mal wollt. Mit 16 Leuten, das wäre krass, definitiv. Wenn ihr es mal wollt, Leute, dann smackt auf jeden Fall hier schon mal den Like-Button und kauft über meinen Creator-Code. Skins. Gut, Kiddas. Jetzt ist Philipp dran, ich versteck mich. 5 Minuten Zeit, Kollege. Ich bin gespannt. Guck mal. Hey, hallo! Das muss nicht sein! Das muss nicht sein! Wir starten direkt das Game, meine Freunde. Es geht los in 4, 3, 2, 1. 1! Okay, Philipp. Der Suchenmeister ist da, nämlich Shaolin. Okay. Mensch, Standard zu dem Kill ist fort. Ich gehe oben in meinen Shaolin-Tempel und warte darauf. Alles klar, warte darauf. Ich muss dich schon mal nicht verstecken. Einfach nur geisteskrank geil. Das wäre hier absolut ehrenlos hier. Ich habe nämlich übersinnliche Kräfte und kann nicht orten. Okay, wenn du meinst. Ich mach mir wirklich zunehmend Sorgen. Ey, ich muss jetzt anfangen, dich zu suchen. Guck mal, ich hab nur noch 4 Minuten sonst. Ja, los, dann such mich, komm. Ja, ich such dich jetzt. Würdest du sagen, du hast ein krasses Versteck? Ich hab, glaube ich, das ekligste Versteck aller Zeiten, Junge. So, Digga, ich komm jetzt mit meinem Fahrrad und such dich. Mit deinem Fahrrad? Ich bin gespannt.
Junge, was ist denn mit dir? Wo bist du? Aber du bist nicht im Wald, oder? Nö, nö. Im Wald Boah, ist das ein krankes Versteck, Alter. Nee, ist Philipp, das richtig krank? Das ist, glaube ich, das. Ganz ehrlich, in der Geschichte von Hide and Seek ist das das ekelhafteste Versteck der Welt. Dieses Versteck ist so eklig. Ist das in der Nähe von der Mitte? Och ja, ich gebe dir ein paar Hinweise. Es ist so eklig, ich gebe dir ein paar Hinweise, ja. Ja, okay, mach mal. Es ist in der Mitte, in der Nähe der Mitte, ja. Und ich sehe eine Menge, Aha, wer ist denn hier? Ich bin hier nicht. Aha. Philipp, da ist niemand. Du bist nicht mal bei mir in der Nähe. Doch. Nee. Aha. Du bist nicht mal ansatzweise in der Nähe, Junge. Ich höre dich ja nicht mal. Aha, hier sitzt deine Ecke. Nee. Komm raus hier. Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Piep, hör mal auf zu randalieren da. Warum sitzt du hier im Busch, Digga? Ich sitze hier nicht im Busch. Du sitzt hier im Busch? Nee. Hä, hab ich was gehört? Vielleicht habe ich gerade was abgebaut, ja. Aha! Ich weiß, wo du bist. Ich höre dich die ganze Zeit. Ich hab dich gesehen! Ich hab dich gesehen! Geh nochmal zurück. Digga, du bist hier bei der Höhle. Du bist hier bei der Höhle. Ich seh dich einfach, Junge. Komm nochmal zurück. Wo bist du? Hä? Willst du mich verarschen oder was? Junge, das ist so krank. Stell dich nochmal genau dahin, wo du gerade standst. Nein, nein. Stell dich nochmal genau dahin, wo du gerade warst. Hä, wo denn hier in der Höhle? Lauf mal unten in der Höhle ein bisschen rum. Ja, bleib mal, geh mal zurück. Zurück. Ganz langsam zurück. Hä? Weiter zurück. Zurück, 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 zurück. Okay, und jetzt dreh dich mal rum. Hä? Also du siehst mich. Hörst du das? Hä? Ja, hab ich. Was ist das für ein ekliges Versteck, du ekliger Mensch, ey? Junge, ganz ehrlich, Alter. Was bist du denn für ein 31er? Ich bin einfach. Hey, wie bist du da hingekommen? Ich bin einfach oben rum geklettert, hier, und bin dann oben durch ein Loch da reingegangen. Hab vielleicht. Hier. Ja, genau. Oha! Das ist das hälfteste Versteck aller Zeiten in Hide and Seek, oder? Okay, das ist echt krass. Krankes OP-Versteck, krass, wirklich. Ja. Also, das ist einfach nur heftig. Okay. Ich würd Titel ist Weltrekordversteck, würde ich machen. Weltrekordversteck, Digga. Safe. Weltrekordversteck, 30 Philipp, Kills. Ich würde sagen, ja, du hast mich gefunden. Jetzt machen wir nochmal eine richtige Hardcore-Runde, okay? Mit beiden Verstecken. Wirklich. Okay. Ekelhaft. Also wir beide verstecken uns und keiner sucht. Genau, stark, einfach nur stark. Okay, ich verstecke mich, ich verstecke mich. Junge, das mit dem Wasser hier ist so geil gemacht. Wenn die noch irgendwann Wasser richtig hinzubringen, so als Block, das wäre krank, oder? Das ist doch Blockwasser. Ja, aber ist ja nicht, ist ach ja so, gefroren. Ach so, so meinst du, ja. Das ist ja ein richtiges Wasser, wo man halt rein kann, das ist ja so Eiswasser. Ja. Kann ich kommen? Jo. Herr Standard zum Skill, okay. Dein Skin ist blau, das heißt, der sollte im Grünen eigentlich auffallen, aber... 500 Euro findest du mich nicht. 500 Euro wette, dass ich dich nicht finde. Ja. Aber ich gebe dir keine Tipps dann. Oh. Außer ich kann dir Tipps geben, aber dann keine 500 Euro. Okay, Philipp. Wo bist du? Also du bist gerade auf jeden Fall an mir vorbeigelaufen, ganz zum Anfang, wo du losgestartet bist. No way. Ich kann jetzt, ich sag dir, du findest mich niemals, zu 100% findest du mich niemals. Ich sag dir, wo du losgestartet bist, da war ich in der Nähe. Und du hast mich gesehen? Ich hab dich gehört, nicht gesehen, aber gehört. Gehört. Losgestartet. Jetzt höre ich dich gerade. Das heißt, ich bin ziemlich nah bei dir. Oh ja, du bist richtig nah. Also es ist wirklich ein sehr, sehr ekliges Versteck. Ich höre dich. Ich sehe dich sogar. Dreh dich mal um, du musst umdrehen. Genau, da lang, in die Richtung. In die Richtung musst du, unglaublich, ja. Wie soll ich das denn finden? Das findest du auch nicht. Oh mein Gott. Was? Ja! Hey, wie hast du mich da gesehen? Oh mein Gott, ich hab dich nur im Augenwinkel gesehen, Digga. Oh, Junge. Du Hacker, Junge. Okay. Aber krass, weil da bin ich so reingebackt so ein bisschen. Ja, 500 Euro, ne? Nee, ey, ich hab die Tipps gegeben. Ja, ich weiß, Digga. Ich glaub, ja, bevor wir jetzt hier anfangen, ich weiß. Ich auch nicht, Alter. Creator Code Revinzer, dann vielleicht. So. Weil du ja nicht Werbung für meinen Creator Code machst. Hey, deswegen. Hör mal auf jetzt. Nee, das ist ehrlich, Digga. Mir geht's schlecht. Dir geht's schlecht, ja? Ja, mir geht's schlecht. Mir geht's auch sehr schlecht. Uns geht's noch beiden extrem schlecht. Okay, los, versteck dich. Ich bin versteckt. Bist du schon versteckt? Ja. Ja gut, kann nur da hinten sein, wo ich gerade war. Das ist das ehrenloseste Versteck. Real Talk, 500 auf meinen Nacken. Du findest mich nicht. Ich gebe dir aber keine Tipps, okay? Mhm. 500 Euro hier und jetzt. Du hast 7 Minuten Zeit. 7 Minuten Zeit. 7 Minuten Zeit, ja. Aber es ist in der Map und nicht irgendwo außerhalb der Map. Es ist in der Map, ja. Es ist safe in der Map. Sicher. Nicht, dass hier so am Rand der Map so, wo gar keiner hingeht. Nee. Das ist schon Teil der Map. Ich hab dich, Digga. Lol. 500 Euro, Digga. Nein! Wie hast du mich hier gesehen? Ich hab dir einfach deine Scheiß-Ehre genommen. Wie hast du mich gesehen? Digga, das Versteck ist krank. Das ist heftig. Aber wie hast du mich gesehen? Deine Spitzhacke. Nein! Wie kann man das denn sehen? Nein! Guck mal, ich bin hier lang gelaufen und da habe ich nur deine Spitzhacke gesehen. Ey, guck mal, ich komm mir nicht mehr raus.
Ich komme nicht mehr raus, Junge. Ich komme nicht weg. Kannst du mich bitte umbringen? 500 Euro! Ja, gib mir später PayPal, dann überweise ich dir, du weißt, ne? Jackpot, ja, Ehrenmann. Du weißt. Digga. Ja, geh raus da! Ja, ich komm nicht raus! Bring mich um! Also, du siehst eigentlich, aber die Spitzhacke siehst du halt. Wenn du was in der Hand hättest, ich hätte es niemals gesehen. Scheiße, Alter. Ich hab mich nicht gewundert, hä, was leuchtet denn da? Ja, ja. Easy, easy. Junge! Nach 20 Sekunden einfach! Ja. So kannst du den Videotitel, so verballer ich in 20 Sekunden 500 Euro. So gibst du in 20 Sekunden 500 Euro aus. Hier war das, ne? Ja, guck einfach mal. Von der Treppe. So wie ich gelaufen bin. Ich sehe dich nicht. Ja, okay, deine Spitzhacke leuchtet halt noch so mit Feuer und so. Das war halt dumm. Da, guck da, ich hätte dich da nicht gesehen. Scheiße, ja, Alter. Deine hat halt richtig gefunkelt. Okay, Philipp, wenn du jetzt ein Ehrenmann bist, setzt du auch nochmal 500, dann sind wir wieder bei 0. Komm schon, dann haben wir eine 1000-Euro-Wette ja, gehabt. Ja, aber ich gebe dir keine Tipps. Okay. Soll ich mich da verstecken? 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ich komme jetzt. Ja, ja, komm noch. Weißt du, hast mich schon gehört. Nein, nein, ich hab dich noch nicht gehört. Den Tipp gebe ich dir. Den Tipp gebe ich dir, aber du findest mich nicht. Also das Versteck ist einfach, würde ich sagen, aber gefährlich und mies. Weit und breit höre ich keine Windzeit. Ach. Digga, wie meiner können wir öfters Wetten machen, wo ich ja kein YouTube mehr machen. Du stinkst doch hier irgendwo rum, Alter, ich sei's es doch. Okay. Brust groß. Hört mich nicht, sagt er die ganze Zeit. Ob ich ihm das glauben kann, ist die andere Frage. Okay. Ich hab dich, also ich schwöre, ich hab dich schon nicht einmal gehört. Ja, gut, du bist halt auch echt weit gelaufen wahrscheinlich, ne? Dass du mich nicht hörst, ist so seltsam. Da! Ja! 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 Ich dachte, das ist unmöglich. Oh! Junge, ganz ehrlich, Alter, das ist krank. Setz dich nochmal bitte dahin. Ey, ich dachte, das ist so unauffällig, dass du... Ey, schau mal, wenn man hier wieder vorbeiläuft, du hast die gleiche Farbe wie der Stein. Ja, einfach deswegen. So. Oh Gott, Leute, heute gehen wir beide mit 0 nach Hause. Schade drum. Nächstes Mal spielen wir einfach um unsere Autos, Alter, die uns nicht mal gehören. Um unsere Leasingwagen spielen wir. Ja, das wäre nice. Junge, das machen wir. Ich hab Caddy grad. Random Fahrzeugpapiere machen wir dann direkt. Leute, das war von dieser ehrenhaften Folge von Hide & Seek. Lasst auf jeden Fall hier einen Daumen nach oben, da checkt auf jeden Fall Standard Skill ab. Drückt dem Boy ein Abo hinein. Und ja, ihr wisst Bescheid, Creator Code Revenzeit. Ihr wollt natürlich coole Skins haben und ich will euer cooles Geld haben. Also gönnt mir nur einfach mal eure Weste mit euch. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.